Hallo liebe Freunde der großen kleinen Bahn. Es gibt Neuheiten auf dem Kanal. Die Neuheit ist Monetarisierung. Im Prinzip ändert sich für den geneigten Zuschauer oder den Freund oder den Fan des Kanals im Prinzip nichts. Weil ja sowieso YouTube schon Werbung vor Videos stellt. Der Unterschied ist, dass ich vielleicht etwas dafür bekomme. Aber ich habe mir das alles mal durchgelesen. Also die Prüfung läuft noch, ob ich da jetzt hier die Bedingungen erfülle. Also erstmal die statistischen Bedingungen erfülle ich jetzt erstmal nach doch einiger Zeit. Was auch so ein bisschen daran lag, dass ich im letzten Jahr ja so eine lange Pause im Sommer gemacht habe. Und da sind einfach die Zugriffszahlen eingebrochen. Es ist ja so, dass man 4000 Stunden Video im Jahr, hatte ich so den Eindruck, also genau wurde das nicht gesagt oder wird das nicht dargestellt. Da steht einfach bloß die Zahl 4000, ne, 4000 Stunden Wiedergabezeit. Muss der Kanal bringen, damit man ihn monetarisieren kann. Ja, und das hatte ich eben dadurch, dass ich so eine ewig lange Pause, gut, so läuft im Sommer meistens sowieso nicht so viel, aber Videos werden eigentlich immer geguckt. Also das sinkt dann so auf, naja, 2/3 bis zur Hälfte ab, aber es war eben dadurch, dass überhaupt keine Videos mehr kamen von mir, war es, naja, doch zu sehr abgesackt und da habe ich eben die Bedingung nicht erfüllt. So, jetzt die Tage war es dann soweit. Ich habe also gestern da auf das Knöpfchen gedrückt und die Prüfung läuft noch. Ja, dann gibt es immer so eine Geschichte auf anderen Kanälen. Da gibt es dann also so eine Pro-Mitgliedschaft, wo man dann die Videos ohne Werbung sieht oder irgend sowas. Also das habe ich nicht vor. Also ich, wer jetzt die Videos ohne Werbung sehen möchte, der kann so machen wie ich. Irgendwann war ich so genervt. Wobei das bei vielen Videos immer noch geht. Das, was wirklich richtig nervt bei YouTube, sind dann irgendwelche Musikvideos, wo alle 3-4 Minuten dann plötzlich der Werbeblock kommt und man ist dann irgendwie im Rhythmus drin und geht dann so mit und auf einmal plupp, kommt dann irgendwas, weiß ich hier, kann deine Hose das auch, ne? Also irgendein Schwachsinn, wo man sich wirklich an den Kopf greift, wer geht auf sowas ein oder was weiß ich. Werde reich, komm in meine WhatsApp-Gruppe oder irgendein Schnulli. Ich habe jetzt auch schon mal entschieden, dass ich vorerst erstmal keine Werbung einschreibe, also Esoterik. Dass ich erstmal nichts einschränke, weil ich einfach davon ausgehe, dass mein Zuschauer so intelligent ist, dass er das, was wirklich Blödsinn ist, unterscheiden kann von dem, was vielleicht sogar, naja, Werbung ist ja dafür da, irgendein Produkt an den Markt zu bringen. Wenn ich mache auch Werbung für meinen Kanal, damit ihr ihn seht oder ihr ihn erstmal kennenlernt. Also Werbung ist natürlich immer auch irgendwo notwendig, aber es gibt eben einfach, es gibt Werbung, wo man ein Verständnis hat, da, okay, das ist jetzt ein Produkt, also ich brauche das jetzt nicht unbedingt, aber ja. Und dann gibt es eben wirklich Nepper, Schlepper, Bauernfänger, wie man so schön sagt. Also die sich an die Leute wenden, die naja, vielleicht jetzt nicht so jetzt kein Abitur haben, aber ich habe auch kein Abitur. Also ja, also die jetzt nicht so beleuchtet sind, sagen wir mal. Ja, ja, ich, wie gesagt, ich lasse das erstmal alles drin. Ich muss mich da auch erstmal einarbeiten. Und was auch noch so ein bisschen der Gag ist, YouTube zahlt nur aus, wenn innerhalb von
60 Tagen 70 Euro zusammengekommen sind. Das heißt, also 35 Euro im Monat muss man bringen. Das ist viel. Das ist sehr viel und das werde ich sicherlich ganz bestimmt nicht schaffen. Und dann lasse ich mich mal überraschen, ob dann, wie es dann weitergeht. Ja. Sehr viel erstmal dazu. Also nicht wundern, wenn dann. Ja, ich muss auch endlich mal ein Impressum auf meinem Kanal machen, dass ich da nicht irgendwie mal Ärger kriege, gerade jetzt, wenn der monetarisiert ist. Ist es dann eben, sagen wir mal, rein rechtlich eben kein Hobbyprojekt mehr, obwohl es für mich das immer noch ist. Also Modellbahn-YouTuber wird eh nie davon leben können. Ne? Also so viel Abonnenten, also zumindest nicht im deutschsprachigen Rahmen. Also es gibt ja einen Modellbauer, ich glaube Astralier, ich habe jetzt auch den Namen nicht im Kopf, der also wirklich, weiß ich, wie viele Abonnenten da hat. Also sehr, sehr viel für einen Modellbauer. Keine Ahnung, ob der davon leben kann. Also habe ich nicht vor, ich habe meinen Job und das ist alles nur so nebenbei. Ich fände es nur halt schön, wenn, sagen wir mal, sich nicht das Hobby bezahlt, das ist Blödsinn. Ne? Also da, wenn ich jetzt mir eine Lok kaufe für ein paar hundert Euro, also das kommt so schnell nicht rein. Aber wenn sich der Kanal, also die Werkzeuge, die ich dafür brauche, wenn die sich irgendwann mal bezahlen würden, also das ist so ein bisschen, also das, was ich jetzt nutze, um Videos zu machen, ne, dass das sozusagen zum Selbstkostenpreis dann wieder reinkommt, das ist für mich die im Moment die Kreativsuite von Adobe, die mich monatlich irgendwie, also genau genommen ist es nicht meine Kreativsuite, sondern die von meinem Sohn, weil man kann das auf zwei Rechnern installieren. Und als ich das bestellt habe, war er Schüler, zwischenzeitlich war er Student und demnächst ist er Auszubildender. Und ja, dann habe ich mindestens, also Adobe hat bisher noch nicht nachgefragt bei mir, aber ich habe dann mindestens noch zwei Jahre die Möglichkeit, das preiswerter zu nehmen. Und ich muss auch dazu sagen, dass ich Adobe Premiere noch gar nicht genutzt habe. Ich werde demnächst mal einen Vorspann machen. Da muss ich mich mal in After Effects einarbeiten. Ich will den vor allem ein bisschen kürzer machen. Also der ist mir eigentlich zu lang und es muss auch eine neue Musik geben, weil die alte Musik mir mittlerweile selber auf den Geist geht. Ich befürchte, dass es dem einen oder anderen von euch auch so geht, dass er dann diese Vorspann wegklingt. Und das soll auch alles ein bisschen modernisiert werden, wie das eben heute üblich ist. Also ich erscheine auf der Bildfläche, ja, erzähle kurz, um was es geht. Dann gibt es ein sehr kurzes Intro, wie man das so neudeutsch sagt. Und ja, und dann geht das Video los. Ja. Also das soll alles ein bisschen, wobei ich gar nicht weiß, wie lang mein Vorspann jetzt ist. Das muss ich erst mal gucken. Vor allem muss der Vorspann auch in 4K gemacht werden. Das hat er im Moment nicht. Und wenn ich also jetzt irgendein Video mache, wo jetzt nur irgendwelche Fotos drin sind, dann gelingt mir es, das nicht in 4K abzuspeichern. Deshalb gibt es immer mal HD-Videos mal zwischendurch. Also irgendwie entscheidet dann mein iMovie, nö, das ist jetzt kein 4K, das machen wir nicht. Also den Fotos, die könnte ich ja, die haben ja alle eine hohe Auflösung, ne? Also die könnte ich ja auf 4K ziehen, ist überhaupt kein Problem. Aber ne, iMovie legt dann fest, ne, das ist jetzt nur HD, puff, fertig ist, ne? Und das, denke ich mal, wenn der Vorspann schon in 4K ist, wird das vielleicht einfacher, denke ich mal, ne? Dass dann die Videos dann wirklich alle in 4K kommen, weil das ist die Qualität, die wir heutzutage, die man eigentlich heutzutage bringen muss auf YouTube. Ja, also
Da sieht man dann auch mal, wenn man das Video anhält, mal ein Detail oder so. Na? Ja, sehr viel erstmal dazu. Ja, was kommt jetzt in nächster Zeit? Ich bin jetzt gerade auf dem Weg zum Fremont-Treffen nach Bardewick. Da kommt sicher irgendwann das nächste Video. Was weiß ich, wenn mir nicht das Handy kaputt geht oder irgendwas. Ja, dann. Also die Reihenfolge ist jetzt nicht festgelegt. Dann gibt es natürlich Hirschberg Teil 6 und 7. Bardewick, da fahren wir natürlich jetzt auch mit Hirschberg hin. Das wird dann nicht Bestandteil der Serie sein, weil ich jetzt nicht weiß, ob ich das dann. Ich muss ja mal eine Playlist machen und dann muss das da auch rein. Dann werde ich jetzt Bardewick wahrscheinlich auch reinwerfen. Mal sehen. Weiß ich noch nicht. Auf jeden Fall, ja, was wollte ich jetzt sagen? Achso, ja, dann habe ich schon seit längerem, das ist immer vor allem durch Hirschberg ein bisschen verdrängt worden, muss ich mich mal hinsetzen und muss den zweiten Teil der Jahrbücher der Erfindung, das wäre dann der Band von 1902, da wo ich praktisch die Bilder schon gescannt habe oder beziehungsweise abfotografiert, ich fotografiere das ja meistens ab, Handy auf Laser ist hoch genug, um das dann im Video zu präsentieren. Und ja, also das kommt auf jeden Fall. Hirschberg Teil 5 ist schon hochgeladen, ist jetzt im Moment noch nicht, gibt es noch keinen Termin. Der wird dann allerdings wahrscheinlich, ja, ich weiß jetzt nicht, wann ich dieses Video hier freischalte. Also wahrscheinlich an dem Mittwoch nach dem Fremont-Treffen. Da müsste dann am Freitag normalerweise Hirschberg Teil 5 kommen. Und Teil 6 ist, glaube ich, schon als Video vorhanden. Das ist, glaube ich, sogar schon zumindest zum Teil geschnitten, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Und Teil 7, da werden wir mal ein bisschen bauen. Ja, also ich habe das schon versucht, da gibt es jetzt im, glaube ich, Teil 5 schon mal ein Bild, glaube ich, zumindest, weil ich komme jetzt, es sind so viele Videos, ich komme da jetzt schon durcheinander, wo was drin ist. Ne? Und da werden wir das nochmal filmen, wie wir das gemacht haben. Jetzt muss ich hier erstmal auf der Straße aufpassen. Ja, ja, was haben wir noch Schönes? Ich will schon ewig mal mein Testgleis bauen. Da habe ich zwei Glasstücken, die habe ich selber gedruckt. Ja, also ich habe die Schwellen gedruckt und habe da ein Code 60 Gleis. Das ist das, was wir bei Hirschberg in mehreren Teilen schon immer mal im Hintergrund sehen. Nur, dass eben das nicht ich, sondern dass das der Kollege gedruckt hat. Das ist auch ein preußisches Gleis. Ich hoffe, dass er da irgendwann mal ein Video drüber macht. Ansonsten mache ich es irgendwann. Wenn er da nicht aus der Nähe kommt, muss ich einfach mal. Ich lasse das schon immer so. Ich flechte das ja schon immer mal ein, ne, dass da nicht bloß meine Begraserei ist. Aber ich habe das auch vor, dass ich muss bloß noch mal neu drucken, weil ich habe da noch nicht genug Aufnahmen davon. Weil beim Drucken gibt es eh nichts zu sehen. Also ich muss ja mal sehen, wie ich das mache. Also das ist auf jeden Fall noch in absehbarer Zeit noch dran. Ja, dann habe ich also mindestens seit einem Jahr, nicht oder schon seit zwei Jahren, ein Video in Vorbereitung. Eins meiner Videos, die am besten gelaufen sind, ist ja Modellbahn in Modulen. Und da soll es mal einen Teil 2 geben, wo es um den Betrieb geht. Da sind allerdings, weil ich das so eben beim Treffen nicht hinbekomme,
da jetzt den Betrieb zu filmen, das dauert einfach zu lange. Ich müsste da stundenlang irgendwelchen Leuten hinterher rennen und dokumentieren, was jeder einzelne Güterzug da so anstellt. Deshalb sind da wahrscheinlich sehr viele Trickaufnahmen notwendig oder zumindest Grafiken. Ob ich das animiere, weiß ich jetzt noch nicht. Ich habe da auch noch nicht im Moment das passende Programm. Also passendes Programm habe ich sicher, aber ich muss es ja auch beherrschen. Und ja, das kann ich schon ein bisschen hin, aber das kommt auf jeden Fall, weil das ist so ein bisschen so eine Herzensangelegenheit von mir. Es soll jetzt allerdings nicht nur um Betrieb auf Modulen gehen, sondern das ist auch, ich hatte ja mal so ein Mittwochsvideo gemacht, wo ich diskutiert habe mit Betriebs- und Spielbahner und so diesen ganzen Begriffen. Es geht mir da auch darum, dass man vielleicht auch mal was macht, was eben nicht bloß auf Modulen geht, sondern was man auch mal zu Hause, wie man eventuell den Betrieb zu Hause ein bisschen, naja, anders macht, als jetzt nur im Kreis zu fahren. Ja, also das nur im Kreis fahren ist jetzt nicht abwertend gemeint, weil es hat ja durchaus seine Berechtigung, dass man Anlage baut und dort einen automatischen Betrieb macht, sich zurücklehnt und sich entspannt. Ja? Also kann man manchmal auf meinem Kanal vielleicht oder auf anderen Kanälen oder vielleicht auch mal zu Hause, zumindest wenn die Anlage funktioniert. Ich kenne ja da genug, wo das geplant ist, aber die dann ständig aufspringen müssen, weil dann irgendwas nicht so fährt, wie es soll. Oder einfach stehen bleibt oder was auch immer. Ne? Gut, das ist aber ein anderes Thema. Nee, das hat alles seine Berechtigung. Ich möchte aber mal einfach mal aufzeigen, dass es auch eine andere Art gibt, wie man sich dem Thema annähern kann. Und dafür ist dieses Video gedacht. Ja, dann habe ich schon seit ewigen Zeiten, vielleicht wird das, genau, vielleicht wird es mal diesen Sommer, dass ich es mal wirklich angehe, habe ich immer noch mein Waldvideo, wobei das auf jeden Fall mehrere Teile werden. Waldvideo, ich habe immer ein Problem, oder nicht immer, aber häufig ein Problem mit Anlagen, die ich sehe, oder auch so Anbieter von Modellbahnzubehör, die dann irgendein Tütchen haben, wo dann Waldboden draufsteht. Ne? Und ich frage mich, ob die je im Wald waren. Ne? Oder was das für exotische Wälder sind, die ich alle nicht kenne, wo dann so komische Farben, ne, irgendwie Verwendung finden. Ja, und dazu habe ich, das ist mittlerweile auch schon 2 Jahre her, habe ich Videos gemacht im Wald. Und ich habe auch angefangen, da so ein bisschen was zu machen. Also Stichwort Blätter. Ne? Also quasi den Waldboden mit echten Blättern gestalten. In kleinerer Form natürlich. Ne? Also wenn ich hier so große Blätter habe, die wirken dann in H0 nicht wirklich gut. Da muss man ein bisschen zerkleinern. Und dann ist auch die Frage mit den Bäumen. Was nehme ich für Bäume und wie baue ich das selber? Ich habe zwar schon Bäume selber gebaut, das ist allerdings viele, viele Jahre her. Und davon gibt es schlechte Fotos. Meine Kiefern, die ich damals gebaut habe, würde ich heute auch nicht so wieder bauen. Ich würde es halt anders machen. Und ja, also das sind so alles so Themen, die wir dann mal angehen müssen. So Bamba-Videos gibt es eigentlich genug bei YouTube. Also theoretisch müsste ich das nicht machen. Da könnte ich einfach irgendwo hinverweisen, wo Leute sowas schon gemacht haben. Da gibt es also sehr schöne Sachen. Es gibt auch Sachen, die sind nicht so schön. Da, wenn es da irgendwie schnell durch Schusch gehen muss und ganz viele Bäume gemacht werden müssen, da geht manchmal die Qualität
geht da ein Bach runter. Aber naja, klar. Immer erstmal fahren. Und dann alles andere findet sich schon. Naja, Straßenverkehr. Das Übliche. Wo war ich stehen geblieben? Ja, Waldvideo. Also das wird irgendwann, vielleicht im Sommer irgendwann noch werden. Also das ist so eins der Großprojekte, die ich schon 2 Jahre vor mir herschiebe. Ja. So viel erstmal zum Plan, ne, was so alles euch vielleicht erwartet. Ja, Video ist lang genug. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit, vor allem für die, die bis hierher durchgehalten haben. Ja, ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Macht was draus.